Eines der größten Probleme der heimischen Wirtschaft ist der Fachkräftemangel. Laut der IHK Reutlingen fehlen bis ins Jahr 2035 58.000 Arbeits- und Fachkräfte. Selbst mit guter Ausbildung des Nachwuchses und Qualifizierung von Ungelernten wird das Problem nicht zu lösen sein. Mit dem bundesweiten Pilotprojekt Hand in Hand for International Talents wirbt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Fachkräfte aus dem Ausland an, genauer gesagt aus Indien, Brasilien und Vietnam. Aus Vietnam kommt auch die erste auf diesem Weg angeworbene Fachkraft in der Region Neckaralb, Quang Vu La. Er arbeitet bei Schwörerhaus in Hohenstein-Oberstetten. Quang Vu La, hier links im Bild, ist 25 Jahre alt und arbeitet seit Dezember vergangenen Jahres als Elektriker bei Schwörerhaus. Bereits in seiner Heimat hat er die Elektrikerausbildung abgeschlossen und Deutsch gelernt. Zwei wichtige Voraussetzungen, um ins Programm zu kommen. Ich habe gehört, dass Deutschland ein Sicherheitsland ist. Und wenn ich in Deutschland gehen kann, dann kann ich ganz Europa besichtigen. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Etwas kalt findet es Quang Vu La in Deutschland, aber insgesamt gefällt es ihm hier sehr gut und auch die Kollegen seien sehr freundlich. Auch Geschäftsführer Johannes Schwörer lobt die gute Zusammenarbeit im Elektriker-Team. Also wir haben einen tollen Meister, der sich klasse um ihn kümmert und wir haben auch Kollegen, die sagen, jawohl, wir helfen dem auch. Und das ist so ein bisschen ein Hand in Hand arbeiten und wenn man will, dann kann man sowas auch gemeinsam erreichen. Und ich freue mich darüber, dass das die Belegschaft so gut annimmt. Auch bei Schwörerhaus ist der Fachkräftemangel inzwischen deutlich zu spüren. Zwar würden im Jahr 100 neue Leute eingestellt, so Schwörer, aber das reiche gerade, um diejenigen, die in den Ruhestand gehen, zu ersetzen. Um die Aufträge schneller abarbeiten zu können, bräuchte es mehr. DIHK und IHK haben ja da ein Programm aufgelegt und dann wurden wir gefragt. Und dann haben wir natürlich gesagt, da machen wir gern mit, weil wir auch immer wieder Ideen suchen, was kann man denn unternehmen. Es gibt ja Firmen, die schimpfen immer nur und machen nichts und wir versuchen immer eher auch Probleme zu lösen. Welche Probleme es bei der Anwerbung und Integration der Fachkräfte gibt und wie man sie löst, das soll das Pilotprojekt zeigen. Die IHK Reutlingen ist eine von bundesweit 5 Kammern, die sich daran beteiligen. Da geht es ins Detail. Ja, wie werden diese Menschen krankenversichert? Wie können sie sich integrieren? Wie können sie sich Sprachkenntnisse erwerben? Wie ist die Visa-Erteilung? Das sind ganz viele Probleme, wo auch viele unterschiedliche Behörden, Ämter zusammenarbeiten müssen. Und das wird koordiniert. Doch all diese Probleme scheinen lösbar. Nichts gegen den Fachkräftemangel zu tun, da sind sich alle Beteiligten einig, ist das viel größere Problem.